Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Das Wetter passt perfekt zum Thema, denn heute geht es um Wasserstoff. Und ich treffe jemanden, der wirklich was dazu sagen kann, ob man mit Wasserstoffautos kostengünstig, effektiv, dauerhaft und wirtschaftlich unterwegs sein kann. Hallo. Hallo. Moin. Der richtige Tag, um Wasserstoff zu machen. Hi. Hi, Tobias. Ich bin der Gilly. Seit wann fährst du schon mit Wasserstoffautos? Also seit 2017 bin ich dabei. Okay. Ich bin Vollzeitkraft, ne, und am Tag mache ich 200 bis 300 Kilometer. Wir sitzen hier in einem Toyota Mirai. Mirai, genau. Wie oft musst du am Tag tanken? Einmal reicht. Mit einer Tankfüllung kann man 500 Kilometer machen. 500. Wir fahren nämlich jetzt gleich mal zum Tanken, weil genau. das ist ja eine spannende Frage, wie schnell das wirklich geht. Vielleicht bei der Gelegenheit, wie viele von den Wasserstofftankstellen gibt es denn in Hamburg? Also in Hamburg gibt es ja drei. Haben wir, genau. Und gibt es da längere Schlangen oder ist das überhaupt kein Problem? Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, es gibt nicht so viele Wasserstoffautos in der Stadt. Deswegen. Ihr habt ja viele Wasserstoffautos. Ja, weißt du, wie viele? Insgesamt haben wir 25 Stück, ich glaube. In Hamburg? Ja, in Hamburg. Musst du, um Wasserstoffautos zu fahren, irgendwie eine Spezialschulung machen? Oder? Also wir wurden geschult natürlich, wie man das tankt. Ne? Und das ist die Hauptsache, aber das ist nicht schwer. Also das ist ganz einfach. So braucht man eine halbe Stunde. Und was sagen denn die Kunden, wenn die einsteigen? Merken die das überhaupt, dass das ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug ist? Ja, die fahren ganz bewusst. Ne? Deswegen auch, ich glaube, Teil der Kunde das macht, weil die wollen auch ihre Teil in dieses Umweltgesicht teilnehmen und die sind interessiert. Aber dass jemand Angst hatte wegen dem Wasserstoff, Explosionsgefahr oder so, hast du noch nicht erlebt? Das habe ich noch nicht erlebt. Dass jemand mir sagt, dass der Angst hat von Explosionen. Ja, oder so. Ja, wir sind jetzt hier an der Wasserstofftankstelle angekommen. Da ist die Sibylle. Ich soll das Mikro halten. Die Sibylle ist die Tankstelle? Ich bin die Tankstelle. Was heißt das genau? Ich gehöre mit zur H2Mobility und wir bauen das deutschlandweite Netz an Wasserstofftankstellen. Es gibt 75 in Deutschland. Es wird bald 100 Die gehören geben. Alle dir? Fast. Aber wir betreiben von den 75, die es hier gibt, 68 Stück zurzeit. Es wird 100 geben, Mitte nächsten Jahres ungefähr. Und konzentriert ihr euch dabei auf Großräume oder so, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es dann auch was wird? Ja, irgendwie muss man ja anfangen. Also haben wir erstmal in 7 Modellregionen sozusagen gebaut, in großen Regionen in Deutschland und den verbindenden Achsen. Theoretisch, rein rechnerisch, wären jetzt mit 100 Wasserstoffstationen 6,27 Millionen Wasserstoffmobil unterwegs, ohne Umwege größer als 5 Kilometer in Kauf nehmen zu müssen. Also wenn wir die 100 haben, dann kommt der Hochlauf. Interessant. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das überhaupt geht mit dem Tanken. Aber unbedingt. Aber das ist doch sehr gefährlich. Es ist doch gerade kürzlich eine explodiert. Das ist nicht ganz richtig. Also erstmal hat das mit dem Tankvorgang nichts zu tun gehabt. Das ist in Norwegen tatsächlich ein sogenanntes Incident geschehen. Da gab es einen Montagefehler bei den Hochtanks und da ist Wasserstoff ausgetreten. Und das ist so schnell ausgetreten, dass es dort zu einer Verpuffung kam. Und diese Verpuffung hat eine kleine Druckwelle erzeugt. Mhm. Nichtsdestotrotz hat das natürlich einen großen Effekt auf das, was wir jetzt so machen. Wir mussten natürlich alle unsere Stationen nochmal überprüfen. Das haben wir auch getan. Und wir kann dir sagen, du bist sicher. Du kriegst die Karte. Machen wir einen grünen Balken drumherum, Kamerakind Sibylle. Und jetzt kriegst du die Kamera, okay? Mach ich gerne. So, was muss ich tun? Du müsstest da hinten zum Terminal und dich einmal authentifizieren. Zum Terminal. Ist hier das Terminal? Ja. Karte einstecken. Jawohl. Sie können tanken. Na dann. Ah, das ist dieses Ventil, wo da ist ja ein Riesendruck da hinten drin. Und jetzt nehme ich hier vermutlich das hier, richtig? Da hinein und jetzt drücken. War es das schon? Hört ihr das? Jetzt geh mal. Aha, jetzt legt das los. 9,50 Euro je Kilo. Hier unterhalb meines Bauchnabels zischen hier gerade irgendwie kiloweise Wasserstoffmoleküle in dieses Auto hinein. Ah, hier sieht man, wie der Druck steigt. Ja, ist ja klar, je mehr man reinpackt, desto höher wird der Druck. Und bei wie viel Druck ist er voll? Bei 700 ist er voll. Jetzt haben wir 600. Ein Kilo getankt. 10 Euro rum. Hier sieht alles gut aus. Leichtes Zischen zu hören. Druck steigt. Ja, jetzt habe ich
glaube ich, 700 Bar erreicht. Es blinkt noch, aber wir haben jetzt für 13,40 Euro 1,4 Kilo Wasserstoff getankt. Jawohl, und jetzt? Sehr gut. Jetzt ist ja die große Frage immer, oder der große Einwand immer, ja, das ging ja jetzt schon schnell, ne? Also wie viele Minuten würde man brauchen zum Volltanken? Drei bis fünf. Mehr ist das nicht. Aber dann, wenn jemand getankt hat, dann würde es länger dauern, bis der Druck wieder aufgebaut ist. Also können wir das jetzt ausprobieren, oder? Das können wir sofort ausprobieren. Also back-to-back können wir hier gute, ich würde sagen, also an der Hafen-City-Station, an der großen, schaffen wir 15, 16 Fahrzeuge hintereinander, ohne dass irgendeine Verzögerung stattfindet. Aber es ist ein wenig abhängig von der Tankstellengröße. Diese Tankstelle ist hier recht groß, weil hier auch die Busse betankt werden. Das heißt, wir haben andere Druckniveaus hier und andere Verhältnisse. Tatsächlich ist es so, dass wenn der Fahrzeughochlauf stattfindet, werden wir die ein oder andere Station ertüchtigen müssen, damit die mehr an einem Tag kann. Das Beste ist kein Auto. Das ist das Beste. Kein Auto, wenn es um Umwelt geht, kein Auto. Dann genau. Kommt der ÖPNV und dann kommt der kleine Elektromotor mit einer kleinen Batterie. Nicht größer als 50 kWh. So, mit dem Solardach oben netzunabhängig geladen, großartig. Und dann erst kommt der Wasserstoff für große Autos, für Busse, für Lkw, für Schiffe, für Flugzeuge, danach als synthetische Kraftstoffe, wie auch immer dann eingesetzt, dann macht das alles Sinn. Vielen, vielen Dank, dass du mir alles erklärt hast. Ja. Sollst du wieder in dein eigenes Wasserstoffauto einsteigen? Ja, meins. Brennstoffzellen. 19. privater Kunde. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ja, einen Vorteil der Wasserstoffautos können wir jetzt gerade auch ausgiebig genießen. Ja. Nämlich, wenn man im Stau steht, verbraucht man beim Stehen keine Energie. Verbraucht man keine Energie. Wir haben ja gerade vorhin gesehen, dass Tanken kostet 9,50 Euro pro Kilo. Und was brauchen wir auf 100 Kilometer? Auf ungefähr? Ein Kilo, ne? Ein Kilo. Ja. Das heißt, wir haben einen Preis von 9,50 Euro auf 100 Kilo. Genau. 100 Kilometer. Meter, ja. Genau. Beim Verbrenner, ich habe gerade mal nachgeschaut, derzeit in Hamburg 1,35 der Liter Super. In Konstanz wären es 1,50, also wir zahlen deutlich mehr. Und ich gehe mal von 6 Liter aus. Das heißt, das wäre in Konstanz ungefähr gleich teuer wie Wasserstoff. Wie Wasserstoff, genau. Hier wäre Benzin billiger als Wasserstoff, 90 Cent auf 100 Kilometer. Batterie, wenn ich mit 30 Cent rechne und bei meinem Model 3 mit 15 Kilowattstunden Verbrauch, habe ich 4,50 Euro. Ich bin also halb so teuer wie Wasserstoff. Clever Shuttle ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen muss es Gründe geben, warum sie trotzdem Wasserstoff fahren und nicht nur batteriebetriebene Autos. Und ich reise mal kurz in der Zeit nach vorne und bin schon am Mittwoch in Berlin. Eben noch im Clever Shuttle in Hamburg, jetzt schon in Berlin bei Bruno. Bruno, was machst du bei Clever Shuttle? Ich bin einer von drei Gründern von Clever Shuttle und für die Bereiche Business Development, Marketing und Finanzen verantwortlich. Ihr seid ja auch ein Unternehmen. Ist es wirtschaftlich mit Wasserstoffautos? In der Tat sind die Betriebskosten für ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug etwas höher als für ein batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug. Wir beziehen ziemlich viel Strom an unserem Betriebssitz. Da bekommen wir Ökostrom für 17 bis 20 Cent pro Kilowattstunde. Da ist es tatsächlich so, dass dann die Kosten für 100 Kilometer dann sich zwischen um die 3 Euro bewegen. Das ist natürlich schon ein signifikanter Unterschied. Der große Vorteil ist natürlich, dass Wasserstofffahrzeuge keine Ladeinfrastruktur bedingen. Das heißt, wir müssen erstens keinen Betriebssitz finden, der irgendwie unheimlich viel Leistung hat. Wir müssen nicht teure Ladesäulen kaufen oder betreiben und können einfach an die Tankstelle fahren. Wie ist das Verhältnis zwischen batteriebetriebenen und wasserstoffbetriebenen Autos in eurer Flotte? Von den 400-500 Fahrzeugen, die wir haben, sind lediglich 70, 80 Wasserstoff elektrisch. Als wir begonnen haben mit Clever Shuttle, wollten wir es elektrisch machen und wir haben ehrlich gesagt erstmal an Batterie elektrisch gedacht. Wir kannten damals wasserstoffelektrische Fahrzeuge nicht. Wir testen auch diese neue Technologie Wasserstoff für unsere Zwecke. Fahrzeuge sind auch sehr zuverlässig, die wir nutzen. Wir erwarten jetzt die Auslieferung der Nexo-Fahrzeuge von Hyundai. Ein sehr schönes, elegantes Fahrzeug. Im Vorteil zu dem Toyota Mirai ist, dass es tatsächlich dieses Fahrzeug 5 Fahrgastplätze hat, nicht nur 4. Okay. Also wir kriegen eine Person mehr rein und das ist für unseren Zweck sehr dienlich. Es wird viel geschrieben, Wasserstoff ist tot. Und unter meine Videos zur Elektromobilität schreiben viele dann, Wasserstoff ist die Zukunft. Was stimmt denn jetzt? Wir halten diese Fahrzeuge für sehr zuverlässig, so wie wir sie genutzt haben. Und gut, ich halte auch diese Technologie in Summe für umweltfreundlich. Und daher bin ich mir sicher, dass auch Wasserstoff in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben wird. Vielen Dank, Bruno. Ja, danke, Tobias. Na, dann zurück ins Auto zu Geely. Tja, und hier bin ich wieder in Hamburg. Der Geely und ich haben jetzt entschieden, nachdem der Hamburger Verkehr uns doch eine ganze Weile hat stehen lassen und den Zeitplan durcheinander gebracht hat,
dass wir jetzt doch zu meinem nächsten Treffen fahren. Mhm. Vielen Dank, Gilly, für die ausgiebige Tour durch Hamburg. Ich hoffe, euch haben diese vielen Informationen zum Thema Wasserstoff, Brennstoffzellentechnologie gefallen. Gebt mir unbedingt ein Like nach oben, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, was euch in künftigen Videos interessiert. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Dieser Dad. Ciao.